Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Dragon Age. Und wir werden jetzt mal mit Carradine reden. Ja, sofort. Nachdem wir hier mal alles... Okay, die haben nur Dreck. Wie ihr meint. Nachdem ich den Loot überprüft habe. Also ein Lyrium-Trank geht immer. Diese Krete können weg. Einen Lyrium-Trank nehme ich immer mit. Dann reden wir mal mit dir. Noch ein Leben, das meiner Erfindung geopfert wurde. Wenn die Geschichte das alles doch nur totgeschwiegen hätte. Tja, Carradine. Ja, du machst keine Scherze. Dumme Frau. Ich wusste immer, dass der Amboss sie umbringen würde. Es tut mir aber leid, wenigstens ist es nun zu Ende. Ich danke euch, dass ihr zu mir gehalten habt. Der Amboss wartet darauf, dass ihr ihn zerschmettert. Es war eine Ehre, euch zu treffen, Paragon. Ich werde dafür sorgen, dass eure Warnungen bezüglich der Golems den Zirkel der Magie erreichen. Kann ich euch für eure Hilfe irgendeinen Gefallen erweisen? Schließ dich mir an! Als letzte Tat, bevor ich von meiner Bürde befreit werde? Ihr würdet wohl noch nicht noch einen Golem erschaffen? Ich frag mal. Ich glaube, damit beleidige ich ihn. Nein, würde ich nicht. Habt ihr denn nichts von dem Verstand? Da wäre für euch. Ich will ihren Namen nicht hören und... So, ich werde das nochmal laden. Tut mir leid, Leute. Es tut mir leid, aber ich möchte ganz kurz nochmal, wenn ich das so verreite, wenn ich... Ich wollte ausprobieren, was passiert. Es war nicht mein Impuls, das zu machen, nicht meine Überzeugung. Es war einfach nur so, weiß nicht, das kam einfach so über mich gerade. So. Noch ein... Ja, du machst keine Scherze. Aber wenig... Es... Kann ich euch für eure Hilfe irgendeinen Gefallen erweisen? Als letzte Tat? Bevor ich von meiner Bürde befreit werde? Ogryn, ihr habt Branka verloren, das mache ich jetzt. Branka könnt ihr wohl nicht zurückbringen, was? Oder einen Golem aus ihr machen, wie ihr einer seid? Das würde ich nicht mal tun, wenn ich es könnte. Das dachte ich mir schon. Dann will ich nichts, denn es würde mich an all das erinnern. Es ist vorbei. So ist es gut. Da wäre noch die Sache mit der Wahl. Wir brauchen immer noch die Unterstützung eines Paragon für die Versammlung, oder nicht? Für eure Hilfe werde ich ein letztes Mal zum Hammer greifen und euch eine Krone schmieden, die ihr den König eurer Wahl übergeben könnt. Okay. Es ist vollbracht. Gebt sie, wem ihr wollt. Ich will ihren Namen nicht hören und nichts über sie wissen. Ich habe meine Zeit längst überlebt. Hier ist kein Platz mehr für mich. Ich werde den Amboss zerstören, wie zugesagt. Ja. Ich will ihren Namen nicht hören und nichts über sie wissen. Euch gebührt mein ewiger Dank, Fremder. Etrastan Altusha. Möget ihr in der Dunkelheit stets euren Weg finden.
krass. Krass, 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 krass. Also damit habe ich nicht gerechnet. Da muss der Leeres weg. Und ich fürchte, jetzt müssen wir raus. Naja, gut. Ich fürchte, wir müssen jetzt hier raus. Ja. Lyrium. Ich weiß nicht, was Lyrium bringt. Lyrium. Hauptsache Lyrium. So. Geht's da noch an der Seite irgendwo hin? Hier so? Ich vermute mal nicht. So, und auf dem Weg hier raus werden wir wohl die Golems, an denen wir vorbeigegangen sind, bekämpfen müssen. Wobei, eigentlich ist ja ihre Macht zerfallen. Das macht eigentlich keinen Sinn. Nun, das war verdammt nochmal schlimmer, als ich erwartet hätte. Seid ihr bereit, in die Stadt zurückzukehren und die Neuigkeiten zu verbreiten? Ja. Solange mir ein neuer König noch von Nutzen sein kann, dann geh auf zur Versammlung. Ach, die Deschirs versuchen seit Jahren, die Stadt zu zerstören. Es ist ihnen bisher noch nicht gelungen. Dann los. Oh, sag mal. Lass uns nicht überfallen werden, bitte. Vielen Dank. Endlich aus den tiefen Wegen raus. Wieder ans Licht. Tageslicht. Tageslicht. Dip, 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 dip. Lords der Versammlung, ich bitte um Ruhe. Dieser Streit führt doch zu nichts. Wozu denn diese Verzögerungstaktik? Ich verlange eine sofortige Wahl. Mein Vater hatte einen Sohn und der gedenkt, den Thron der Edukens zu besteigen. Wer will ihm da streitig machen? Euer Vater ließ mich an seinem Totenbett schwören, zu verhindern, dass ihr sein Nachfolger werdet. Bitte entschuldigt die Unterbrechung, Lord Seneschall, aber der graue Wächter ist zurück. Wir sollten den Wächter sprechen lassen. Welche Neuigkeiten bringt ihr? Ich habe eine Krone von Paragon Carradine für den von ihm favorisierten König. Oder ich bringe eine Krone geschmiedet von Carradine auf den Paragon. Ja. Carradine war im Körper eines Golems gefangen. Dieser Wächter erwies ihm die Gnade, nach der er sich sehnte, befreite ihn und zerstörte den Amboss der Leere. Vor seinem Tod schmiedete Carradine eine Krone für den nächsten König von Orzammar, auserwählt von den Ahnen selbst. Sollen wir diesen beiden Glauben schenken? Einem bekannten Trunkenbold und einem grauen Wächter, der auf Harrowmonts Gehaltsliste steht? Ruhe! Diese Krone ist das Werk eines Paragon und trägt das alte Siegel des Hauses Orton. Bitte. Sagt uns, Wächter, auf wen fiel Carradines Wahl? Ich soll die Krone demjenigen geben, den ich für geeignet halte. Der graue Wächter weiß überhaupt nichts über uns. Warum sollte ein Paragon so jemandem eine derart wichtige Entscheidung überlassen? Das ist doch lächerlich! Wir haben in diesen Hallen schon zu lange debattiert. Es ist der Wille des Paragons, dass der graue Wächter die Entscheidung trifft. Ich denke, wir haben Harrowmont das versprochen und wir halten unsere Versprechen. Ich schätze eure aufrechte Gesinnung, Wächter. Ihr habt euch in diesem quälenden Prozess stets ehrbar verhalten. Und die Zwerge erstarken erneut. Erinnerungen euch für wert befinden. Erster unter den Lords der Häuser. König von Orzammar. Das werde ich nicht hinnehmen. Die Ahnen haben gesprochen. Harrowmont ist euer König. Haltet zu ihm. Soll ein Oberflächler das Schicksal der Zwerge bestimmen? Vorsicht! Sie sind bewaffnet! Wachen!
Weit. Und es geht wieder mal los. Verteidigt den König! Endlich haben wir einen! Ja, Belen, du hast es. Du hast verloren, Belen. Es ist vorbei. Ich hätte nie gedacht, dass Belen sogar das Wort eines Paragon übergeht oder dass sich ihm so viele anschließen würden. Aber fast ganz Orsamer hat erkannt, was er wirklich ist. Und wir werden diesen Aufstand sicher bald unter Kontrolle bringen. Zeigt ihnen, dass ihr ein starker König seid, dann werden sie euch folgen, oder? Solange die Bereitstellung meinen Truppen nicht darunter leidet. Oder ich vertraue euch, König Harrowmont. Das. Wohl wahr. Mehr als jeder andere, außer meiner Frau. Und dafür danke ich euch. Wer dem Thron loyal gegenübersteht, beginnt umgehend mit Vorbereitungen für einen Feldzug zur Oberfläche. Orsamer hält seine Verträge ein. Seid bedankt, König Harrowmont. Vielleicht beginnt mit eurer Herrschaft für Orsamer ein neues Zeitalter. Und jetzt entschuldigt mich. Ich muss zum Palast und unsere Pläne zur Ausführung bringen. Und ich muss meine Pflicht an der Oberfläche wieder erfüllen. Diesen Stab habe ich als König Andrins Berater getragen. Nehmt ihn als Erinnerung an euren Platz in Orsamer. Ich wünsche euch Glück gegen die Verderbniswächter. Mögen wir 4 weiteren Jahrhunderten Frieden entgegenblicken. An eure Rolle bei dieser Wahl wird man... Harrowmonts Stab. Was haben wir denn hier? Weniger Schaden, Magie. Die ist voll kacke. Das ist voll kacke, der Stab von Harrowmont. Okay, gut. Wird gleich verkauft. Sie stets erinnern, Wächter. Wunderbar. An eure Rolle bei der dieser Wahl wird man sich stets erinnern, Wächter. So, ich glaube... Was haben wir denn hier noch? Ein Lyriumtrank, den lasse ich mal ausnahmsweise liegen. Wir gehen mal einfach wieder. Denn die Zwerge ziehen in den Krieg! Die Versammlung hat Sitzungspause bis König Harrowmont. Wunderschön. Hier haben wir mal alles wieder gerade geglättet. Bin untergegangen ohne mich. Grauer Wächter, ihr habt sogar unsere Besten beeindruckt. Oh, Cardo. Wenn es mir jemand erzählt hätte, hätte ich es für eine Lüge gehalten. Wächter, dank euch haben wir wieder einen König. Der Rest war auch beeindruckend, aber der Legion geht es vornehmlich um die Klärung der Herrscherfrage. Jetzt können wir die dunkle Brut wieder ordentlich bekämpfen. Kann ich darauf zählen, dass ihr an meiner Seite gegen die Verderbnis antreten werdet? Nein, unser Platz ist hier unten. Wenn ihr die Verderbnis zurücktreiben könnt, werden wir dafür sorgen, dass sie keine Fluchtmöglichkeit mehr hat. Das ist auch gut. Wir sind also indirekt an eurer Seite. Das ist mehr, als jeder andere Oberflächler behaupten kann. Wir brauchen euch an der Oberfläche. Zeigt der Welt, wie gut ihr seid. Ihr allein verleiht derlei Worten solchen Nachdruck. Jeder aus der Legion schuldet seiner Heimat den Tod. Aber wenn der an der Oberfläche sinnvoller ist, dann soll es eben so sein. Aber nach dem Sieg geht's zurück nach Orsamer. An der Oberfläche würde ich mein Gefühl für den Stein verlieren. Wunderbar. Wir haben sogar das Elite-Squad für den Drachen. Das ist wunderbar.
Oh, hier war ich noch gar nicht, oder? Kann das angehen? Städte Viertel von Osama, Haus von Harrowmont. Ja, stimmt. Hier bin ich nie hingegangen. What? Belen Fanatiker. Alter, kämpf für Belen. Hey, ihr seid Diener. Hallo. Hallo, ich hab grad den König gerettet. Rettet mich. Wir können doch gar nichts. Das ist ein guter Tag zum Sterben. Für den grauen Wächter! Der Ruhm ist unser! Wie ihr meint. Harrowmont ist ein wenig zu alt, um König zu sein, oder? Man ist nie zu alt, um König zu sein. Könige sind alt. Das ist also der Königssitz. Nur, dass im Moment dort niemand sitzt, wie man sieht. Wunderbar. Dann geben wir dir noch mal ein bisschen Konstitution. Champion! Und ein bisschen mehr Stärke. Nein, zweihändig sollst du gar nicht. Oh, machen wir Gebiet säubern. Warum nicht? So. Lady Days? Hallo Lady Days. Hat sich Harrowmont den Thron also doch gegriffen? Aktuelle Nachrichten! Lord Harrowmont siegreich! Lord Balen geschlagen! Ständeviertel. Zwölf mächtigen Teigs, die in ganz Thedas verteilten über die tiefen Wege verbunden waren. Leider haben nur Orsalam und Karl Shardock die Zeit überdauert. Karl Shardock sollten wir vielleicht auch noch hin, huh? Da gibt es ja vielleicht auch Unterstützung. Aber erstmal. Na? Ich frage nur. Ja, dann frag nur. Den ganzen Kram, den ich nicht brauche. Dämonengift. Die verkaufen wir alle. Alles weg. Das könnt ihr hier unten behalten. Dann nehme ich doch nicht mit nach oben. Den ganzen Abfall hier. Tiefenpilze behalte ich. Vergleichen wir das mal mit Ogryn. Blutlinie. Seine Streitaxt hat wesentlich mehr Schauer. Aber ist auch. Dolch würde auf keinen Fall tragen. Langschwert ist auch nicht der Typ für. Haupthand. Beides Haupthand. Verkaufen wir einfach. Speerwerfer. Die können auf jeden Fall mal weg. Die Pfeile brauche ich auch nicht. Harrowmonts Stab ist totaler Abfall. Die brauche ich alle nicht. Die brauche ich auch nicht. Brauche ich auch nicht. Mühsal. Verhaltene heilende Effekte. Die kleinen Schilde, die braucht auch keinen Arsch. Die Runen werden wir mal schön behalten. Topas brauchen wir nicht. Das ist Edelsteine werden verkauft. Flussspat brauche ich auch nicht. Fertig. Das müsste soweit gehen. Schön verkauft. Und Halle der Helden. Raus hier.
Gewinne, braucht so dringend Equipment. Hier sieht so affig aus. Wie ihr meint. Ja, wie ich meine. Das ist richtig. Schild erhöhen deinen Verteidigungswert. Geben dir eine Chance, Fernkampfangriffe vollständig abzuwehren. Boom! Ah, Win! Wie wär's mit einem Stückchen von Orgrims Haus gebaut? Bier, oder? Nach dem Reinheitsgebot gebraucht? Natürlich! Ich mag ja meist nicht beurteilen können, ob ein Bettlerarsch sauber ist oder nicht. Aber das gilt nicht für mein Bier. Also gut, dann lasst mich mal probieren. Nun? Nun, was haltet ihr davon? Sehr lecker. Es schmeckt euch? Also ich hätte nie... Schöne Farbe. Fast wie Bernstein. Leicht nussig, zarte Süße, sogar etwas rauchig im Abgang. Und irgendein Gewürz, ich komme gerade nicht drauf. Ja? Ja? Etwa Nelke? Nelke! Beim Stein, ihr seid eine Dame nach meinem Geschmack. Wenn ihr nicht diese Rüstung anhättet, würde ich euch ums nächste Eck ziehen und... Na, ihr wisst schon. Kann ich noch einen Schluck haben? Okay, gut, das musste ich mir nochmal ins Ende anhören. Gebt mir einen Moment Zeit! Ist alles in Ordnung? Natürlich ist alles in Ordnung. Gebt mir nur einen verdammten klitzekleinen Moment. Beim Stein, dieser ganze Himmel da oben gibt mir das Gefühl, als würde ich von der Welt fallen. Gut, lasst euch Zeit, ich brauche euch kampfbereit. Wenn ich nach 15 Flechten Bier in einer halben Stunde noch gegen Renda Volnys Sekundanten kämpfen kann, wird mich bestimmt auch keine noch so hohe Decke aufhalten. Also lasst uns gehen, wir verschwenden, wie heißt das, Tageslicht. Wunderbar. Ah, so. Wo geht's als nächstes hin? Das schaue ich mir in der nächsten Folge an. Bis dahin, over and out.